einen schönen guten Abend. Eigentlich hatten wir verabredet, dass Fabian Scheidler beginnt, aber mit dieser Einleitung muss ich jetzt, denke ich, eine kleine Überleitung machen. Und zwar derart, dass ich, wie gesagt, auf dieses Buch gestoßen bin und es also gar nicht glauben konnte, dass jemand so ganz ähnliche Fragestellungen bearbeitet, wie ich das auch versucht hatte in verschiedenen Anläufen. Und habe sofort dann auch Kontakt aufgenommen, weil wir uns in der Tat auch bei Attac dann zum ersten Mal kennengelernt haben. Und von daher gesehen bin ich also sehr, sehr dankbar, Herr Köllhofer, dass Sie uns freundlicherweise eingeladen haben, dass wir das sogar als Duett singen können. Und wie gesagt, jetzt gebe ich aber das Wort gleich an den Autor dieses Buches, Fabian Scheidler, der vielleicht auch noch ein paar Sätze lieber über sich selber sagt, als dass ich das stammele. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Vielen Dank an die Einladung des DRI, vielen Dank Ulrich Duchow für die Initiative, uns hier zusammenzubringen. Wir hatten das eigentlich schon vor, auf der Attac Sommerakademie zusammen zu machen. Das ging aus verschiedenen Gründen nicht und jetzt bin ich sehr froh, dass es uns gelingt. Zu mir vielleicht noch ein paar kurze Sätze. Ich bin, wie gesagt, Jahrgang 68 und habe dann Philosophie und Geschichte studiert und später auch Theaterregie, habe dann lange auch am Theater gearbeitet als Dramaturg und Autor. Habe auch ein Opernlibretto geschrieben, Tod eines Bankers heißt das, ist vor 2 Jahren in Görlitz aufgeführt worden. Ja, und seit 2009 habe ich ein unabhängiges Nachrichtenmagazin gegründet, das heißt Kontext TV, ist auch im Internet abrufbar unter www.kontext-tv.de und dort bringen wir regelmäßig Sendungen zu Themen globaler Gerechtigkeit, vom Klimawandel über soziale und ökonomische Krisen mit vielen internationalen Gästen und das ist so ein bisschen auch natürlich auch mein Studium, aber auch diese Arbeit. Ich habe auch viel politische Bildungsarbeit gemacht in den letzten 10 Jahren und aus diesen Erfahrungen ist ein bisschen auch das Buch hervorgegangen, das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Und wir wollen heute nicht nur über dieses Buch reden, sondern haben uns das so gedacht als Duett in der Tat mit wechselnden Arien vielleicht. Im 10-Minuten-Wechsel wollen wir durch 5000 Jahre Geschichte eilen, also wir haben viel vor heute Abend. Vielleicht aber, bevor ich darauf im Einzelnen noch eingehe, noch ein paar Worte zum Buch. Warum ein Buch, das sich mit so einer langen Geschichte beschäftigt? Also der Kern sind die letzten 500 Jahre, das, was ich die Megamaschine nenne, oder auch der globale Kapitalismus, wenn man es etwas mehr auf die Ökonomie fokussieren will. Es hat aber auch eine Vorgeschichte, die geht 5000 Jahre zurück, also ein großer historischer Bogen. Warum? Weil wir uns heute in globalen Krisenprozessen befinden, die auch tatsächlich von epochaler Natur sind. Also wir befinden uns, wie alle wissen, nicht nur in einer Klimakrise, sondern in einer Krise des Lebens auf der Erde, in der Krise der Biosphäre. Wir haben schon das schnellste Artensterben in der Geschichte dieses Planeten bisher ausgelöst und das ist also eine der Krisendimensionen, die wir haben. Eine andere sind die sozialen und ökonomischen und auch politischen Konflikte und Krisen, in die wir uns bewegen. Und mir schien, dass man, um zu verstehen, wo diese Krisen herkommen und auch, warum wir uns so schwer tun, adäquate Antworten darauf zu finden, schien es mir wichtig und notwendig, tiefer in die Geschichte einzutauchen, um die Ursachen tiefer zu ergründen, um die Strukturen auch zu erkennen, die uns an dem Wandel, von dem wir, glaube ich, eigentlich wissen, dass wir ihn brauchen, die uns an dem Wandel bisher hindern. Das ist der Hintergrund für dieses Buch. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir jetzt diese 5000 Jahre Geschichte in ganz grob in 3 Epochen teilen. Das eine ist die Frühgeschichte und Antike von Vorderen Orient und Europa aus gesehen. Dann die frühe Neuzeit oder Neuzeit überhaupt. Und die dritte Epoche ist die Gegenwart und die nähere Zukunft. Und zu jeder dieser Epochen wird jeder von uns 10 Minuten etwa was sagen. Ich aus der Perspektive meines Buches natürlich und Professor Duchow aus der Perspektive die Antwort der Religion, womit er sich natürlich sehr intensiv beschäftigt hat. Also, wo fangen unsere Probleme an, wenn man so will? Ich gehe 5000 Jahre zurück zur Entstehung der ersten
hierarchischen Gesellschaften, zur Entstehung der ersten Herrschaftsformen, der ersten Machtformen in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir uns den Homo sapiens, seine Geschichte vorstellen, die letzten 200.000 Jahre, dann sind diese 5.000 Jahre, seit es sowas wie Macht und Herrschaft in organisierter Form auf der Erde gibt, eigentlich ein relativ kleiner Ausschnitt. Die meiste Zeit unserer Vorfahren oder die meiste Zeit unserer Geschichte haben unsere Vorfahren in Strukturen gelebt, die anders organisiert waren. Als Jäger und Sammler zum Beispiel, das ist eine Lebensform, in der man sehr schwer große ökonomische, hierarchische Systeme, große Militärapparate und sowas aufbauen kann. Und auch die frühen sesshaften Kulturen waren nicht unbedingt so organisiert. Wir sehen das zum ersten Mal in Mesopotamien, in den Stadtstaaten wie Uruk und anderen vor etwa 5000 Jahren. Verschiedene Formen von Macht und Herrschaft entstehen, die zusammen eine Art Herrschaftssystem bilden, die eine gesellschaftliche Schichtung erlaubt zwischen solchen, die befehlen und solche, die Befehle empfangen im Wesentlichen. Und das hat verschiedene Dimensionen, die ich kurz umreißen will. Die eine Dimension ist die physische Macht natürlich, der Aufbau der ersten Militärstrukturen in Uruk, die auch von Anfang an dazu dienten, unter anderem um Handelswege abzusichern. Dann das, was ich strukturelle Gewalt nenne. Das ist ein Begriff von dem Friedensforscher Johann Galtung. Und er meint damit Macht- und Gewaltverhältnisse, die nicht unmittelbar durch physische Macht zustande kommen. Also wo nicht direkt jemand mit der Pistole vor einem steht oder mit dem Schwert, um einen zu einem gewünschten Verhalten zu erzwingen. Und solche Verhältnisse haben eine lange Geschichte, die auch vor 5000 Jahren beginnt, zum Beispiel Eigentumsverhältnissen. In dieser Zeit, in Mesopotamien, entwickeln sich über Jahrhunderte und Jahrtausende natürlich sehr langsam Eigentumsverhältnisse, die letztlich dazu geführt haben, dass einige Menschen sehr viel Eigentum, vor allem an Grund und Boden, kontrolliert haben und andere überhaupt kein Eigentum mehr hatten. Und diejenigen, die kein Eigentum hatten, keinen Grund und Boden, haben sich häufig verschuldet. Oder selbst wenn sie noch ein kleines Stück Land haben, haben sie dieses Land dann häufig an die Großgrundbesitzer verloren. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist dann das Römische Reich, wo allein 6 Großgrundbesitzer die Hälfte alles Landes in der Provinz Nordafrika besaßen, in der frühen Kaiserzeit zum Beispiel. Das ist also ein Prozess, der etwas mit struktureller Gewalt zu tun hat, denn Eigentumsverhältnisse bedeuten natürlich, dass die einen andere für sich arbeiten lassen können und die andere ihre nackte Haut zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt verkaufen müssen. Das ist ein Prozess, den gab es in der Antike und ein Prozess, den gab es dann wieder in der frühen Neuzeit. Eine dritte Säule der Macht und der Herrschaft war ideologische Macht. Die Entwicklung der Schrift spielt da natürlich eine wichtige Rolle, auch ab etwa 3000 vor Christus, weil sie die Möglichkeit gegeben hat, einer bestimmten Schicht ihre Vorstellung von der Welt und ihre Ideologie in eine dauerhaftere Form zu bringen. Sie ist aber auch, und darauf wird Professor Duchow sich auch eingehen, sie ist aber auch früh benutzt worden zur Kritik von Herrschaft, beispielsweise bei den frühen Propheten. Also die Schrift ist eine Form, ein Medium wie alle Medien, das zur Herrschaft von Menschen über Menschen gebraucht werden kann, aber auch etwas, das zur Kritik von Macht und Herrschaft gebraucht werden kann. Diese Dinge entstehen parallel und in enger Verbindung miteinander. Wir haben dann einen weiteren Schritt, der diese Entwicklung in eine neue Dimension katapultiert hat. Und zwar etwa 600 vor Christus. Bis dorthin haben wir einen stetigen Ausbau im Vorderasien und auch anderen Weltregionen gesehen von größeren Herrschaftsstrukturen, größeren Reichen, größeren Militärs, die sich organisiert hatten. Aber diese Reiche hatten bestimmte Beschränkungen, die vor allem das Militär betrafen. Denn Armeen konnte man immer nur für kurze oder relativ kurze Zeit einsetzen, denn sie bestanden im Wesentlichen aus Bauern. Und Bauern konnte man nur eine bestimmte Zeit von der Ernte fernhalten, ohne dass es eine größere Hungersnot gegeben hat. Und also haben verschiedene Herrscher nach Formen gesucht, wie man Armeen anders organisieren kann. Und die Lösung sollten letztlich die Griechen finden, die also einiges erfunden haben. Um das Jahr 600 vor Christus wurde erstmals das Münzgeld dort erfunden. Wir kennen die Geschichte des Münzgeldes ja in der Regel als eine Geschichte, dass es letztlich sich organisch entwickelt hat aus Tauschbeziehungen, weil es besonders nützlich ist, es ist sehr haltbar, es ist leicht teilbar und dadurch ist es sozusagen eine
logische Folge menschlicher Tauschbeziehungen, dass dann irgendwann mal Geld nutzen. Die reale Geschichte sieht ein bisschen anders aus. In ihr spielt das Militär eine zentrale Rolle. Denn Münzen wurden vor allem auch eingesetzt, um Söldner zu bezahlen. Diese Söldner dienten dem griechischen expandierenden Militär dazu, Kolonien zu gründen und andere Gegenden zu unterwerfen. Und das Ganze hat auch eine weitere Folge gehabt, nämlich es genügt nicht, Söldner mit Münzen zu bezahlen, sondern die Söldner müssen für diese Münzen auch etwas kaufen können, dort wo sie hingeschickt werden für Militärexpeditionen. Das war nicht selbstverständlich, denn die Wirtschaft war über die meiste Zeit vor allem eine Subsistenzwirtschaft. Also die Menschen haben für den eigenen Bedarf, für den Bedarf ihrer Gemeinschaft produziert, dann wurden bestimmte Abgaben abgeführt, aber in Naturalien. Und dies sollte sich nun radikal ändern durch das Münzsystem, denn der Staat hat die Bürger nun gezwungen, Steuern nicht mehr in Naturalien, also in Form von landwirtschaftlichen Gütern, sondern in Münzgeld zu erbringen. Und das war das Mittel, um die Menschen in eine Markt, in die ersten Marktökonomien zu zwingen. Also die Münzen plus Steuern in Münzgeld plus Militär haben zu einer Kommerzialisierung des Mittelmeerraums geführt. Alexander der Große hat mit seinen Feldzügen dieses System dann ins östliche Mittelmeer und nach Asien gebracht. Und das Interessante dabei ist eben, dass Militarisierung und Ökonomisierung und Form von Marktwirtschaft und auch Eigentumsverhältnisse, die eine große Spaltung zwischen Arm und Reich verursacht haben, sehr eng aneinander gekoppelt sind. Und das Münz- und Geldsystem spielt eine wichtige Rolle bei. Und ich komme auch gleich zum Schluss dieses Teils. Darauf haben natürlich Bewegungen auch geantwortet. Einer der Höhepunkte dieser frühen Form von Machtkonsolidierung oder einer der Höhepunkte war die Zeit von Antiochos dem IV., einem der Nachfolger von Alexander dem Großen, der im heutigen Israel und Palästina unter anderem geherrscht hat. Und die Entstehung des apokalyptischen Denkens, darauf gehe ich im Buch auch ein, war eine Art des Widerstandes oder auch eine Form, darauf zu reagieren, aus der Ohnmachtserfahrung von diesen gewaltigen Militärapparaten, von dieser ökonomischen Ausbeutung, die sich da breit gemacht hatte. Und dazu können Sie sicher zu den anderen Religionen, die darauf auch geantwortet haben, einiges sagen. Okay, also damit übernehme ich jetzt den Fall. Und zwar, ich sagte schon, dass wir plötzlich feststellten, oder ich jedenfalls feststellte, dass wir ähnliche Sachen gemacht haben. Ich bin allerdings etwas bescheidener gewesen. Ich habe erst vor 3000 Jahren angefangen. Allerdings darauf hinweisen, dass in Mesopotamien das Geld eben schon als Berechnungseinheit vorhanden war, aber dass seit dem 8. Jahrhundert das Geld dann diese neue Rolle im täglichen Leben zu spielen begann, die du schon eben beschrieben hast. Und dieses Buch ist eben gieriges Geld und dann eben die Antwort der Religionen. Und was dabei noch als kleine Ergänzung zu sagen ist, dass dieses erstaunlicherweise diese Entwicklung, dass da plötzlich Geld über militärische Aktionen eindrang in das tägliche Leben, fast gleichzeitig von Griechenland bis China abläuft. Worüber, das möchte ich auf jeden Fall nennen, weil der Mensch also sehr grundlegende Forschungen in diesem Bereich gemacht hat, Richard Seaford, Money and the Early Greek Mind. Das ist ein wirklich grundlegendes Buch, was ich hiermit auch empfehle, was diese Fragen besonders für Griechenland oder die ersten Münzen dann von Lydien durch die Söldner direkt mit Milet in Verbindung gebracht hat. Ich komme nachher nochmal kurz darauf zurück. Aber die Frage ist jetzt Griechenland, Judäa, dann Indien und China haben jeweils andere Kulturen und entsprechend auch die Philosophien und Religionen leicht anders geantwortet, aber sie werden gleich aus den Zitaten merken, sehr verwandt. Die erste historische Reaktion, die ich selber in diesem Feld feststellen konnte, war der Prophet Amos, der bereits speziell dann auf die Wirkungen dieser neuen Ökonomie von Geld und Privateigentum auf die freien Bauern sah und dann eben besonders über die Schuldzusammenhänge
die Katastrophen, die das für die Bauern brachte, angeklagt hat und dann entsprechend als der Gegenbegriff, ja, Gerechtigkeit und Recht. Das ist sozusagen für Israel und Judäa der zentrale religiöse Gegenbegriff auf der Basis des sklavenbefreienden Gottes Yahweh. Und Micha nimmt es dann, also wehe, die Unrecht planen und Böses auf ihren Lagern, sie begehren Felder und rauben sie, Häuser und nehmen sie, sie unterdrücken den Mann und sein Haus, den Menschen und seinen Erbbesitz. Hier ist die erste Stelle, die ich gefunden habe, die ganz normale, legale Kreditverhältnisse als Raub bezeichnet. Also das ist typisch für die Propheten. Aber auch die Tora entwickelt dann besonders bekannt in Deuteronomium, also 5. Mose, sagen die evangelischen, 15 und Levitikus 3. Mose 25, wo dann entsprechende Gesetze dargestellt werden, Zinsverbot, Schuldenerlass, Sklaven, Schuldsklavenbefreiung und so weiter, die also verbunden werden mit dem Glauben an diesen sklavenbefreienden Gott. Und in der Weisheit heißt es dann, wer Geld liebt, wird nie satt an Geld. Süß ist der Schlaf derer, die arbeiten müssen. Ob sie wenig oder viel zu essen haben, bin ich nicht so sicher. Die Reichen hingegen sind so satt, dass sie nicht in Ruhe schlafen können. Ja? Also ein Motiv, was auch dann bei Aristoteles und anderen auftaucht, mit dem nie satt werden an Geld. In Indien, der Buddha identifiziert die Ursache des Leidens mit den drei Giften, Gier, Hass und Illusion, des Ego. Das heißt, das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, mit dem Geld kommt die Individualisierung, die Konkurrenz, das Konkurrenzverhalten, die Entwicklung eines Ego getrennt von den anderen Menschen. Und das versucht Buddha nicht nur durch die Analyse mit den Giften Gier, Hass oder Aggression und Illusion zu beschreiben, sondern auch mit einem achtfachen edlen Pfad, wie man daraus herauskommen kann. Und eines seiner Worte ist, wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen. Sammle deinen Reichtum, ohne die Quellen zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen. Das ist eine andere Art von Wachstum, wie Sie sehen. In China ist Lao Tse und Konfuzius sind diejenigen, die reagieren. Und im Dezember bin ich eingeladen zu einer Konferenz in China, nach Shanghai, Fudan University, die jetzt auch in den Diskurs eintreten wollen und überlegen, was in ihrer Situation Lao Tse und Konfuzius angesichts der Krise des Kapitalismus in China sagen würden. Und dort, ich lese auch ein paar Sätze vor, weil ich finde so einfach die Originalsprache ist spannend, sind die Waffen stark, so siegen sie nicht, sind die Bäume stark, so werden sie gefällt. Das Starke und Große ist unten, das Weiche und Schwache ist oben. Also Lao Tse im Dao De Jing. Und eine andere Äußerung, ja, des Himmels Dao ist, was zu viel hat, zu verringern. Was nicht genug hat, zu ergänzen. Das können Sie einfach vergleichen, um zu sehen, wie ähnlich trotz anderer Kulturen dann die Reaktionen sind. Im Exodus 16 in der Geschichte mit der Manna-Ökonomie heißt es, als sie alles gesammelt maßen, da hatte die Vielsammler keinen Überschuss und die Wenigsammler keinen Mangel. Sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person brauchte. Das nennen wir also die biblische Ökonomie des Genug für alle. Eben dadurch, dass oben weggenommen wird und unten zugetan wird. Konfuzius ist nochmal eine eigenständige Fragestellung, da geht es vor allen Dingen über die Balance und eingegliedert sein in die Gesellschaft, in das Ganze. Übrigens durchaus im Original revolutionär und keinesfalls so reaktionär, wie das manchmal dann später geworden ist, als Konfuzius dann der Klassiker des Imperiums wurde. Das klassische Griechenland ist nun natürlich ganz besonders spannend angesichts der Tatsache, weil dort sozusagen die Monetarisierung der Polis eben von Milet direkt dann
also genau an der Stelle und zu der Zeit, wo die Monetarisierung der Polis passierte, nämlich in Milet an der Westküste der jetzigen Türkei, entstand die vorsokratische Philosophie, und die Fragestellung der vorsokratischen Philosophie war, was ist das eine im Vielen? Also für Geld kann man alles sozusagen kaufen, ja, und kann man in alles verwandeln. Das ist wahnsinnig spannende Frage, wenn man das im Einzelnen verfolgt, aber dann geht es eben, also das heißt, wir sehen Spiegelungen, aber gleichzeitig auch Reaktionen, um die negativen Wirkungen dieser neuen Ökonomie zu überwinden. Sokrates, Platon, Aristoteles haben sich einschlägig dazu geäußert, aber was am wenigsten bekannt ist, die griechische Tragödie, ist nach Seaford und wunderbar nachgewiesen, die Hauptreaktion auf diese Monetarisierung, denn das klassische Geldsubjekt ist der Tyrann, der meint, niemanden anders mehr möglich, nötig zu haben und entsprechend dann auf diese Weise alles beherrschen zu können. Ja? Ganz schnell noch, 2 Minuten, das Römische Reich, ja, ist der Höhepunkt, wie schon gesagt, dieses Zusammenspiel von direkten Gewaltverhältnissen, struktureller Gewaltverhältnisse, ideologischer Gewaltverhältnissen. Aber was eben außerordentlich wichtig ist, sich klarzumachen, und das kommt in der Reaktion der Religionen klar heraus, Geld bringt mentale Veränderungen und Veränderungen der Emotionen. Und deshalb ist es immer eine, von den Religionen aus, eine Kritik an den sozialen Folgen dieser Ökonomie und dieser Zivilisation, aber auch daran, dass das Denken sich ändert, das Fühlen, die Beziehung zu den anderen sich ändert. Und in diesem Kontext ist Jesus zu verstehen, der nun letzten Endes das Problem auf den klaren Begriff gibt: Ihr müsst euch entscheiden zwischen Gott und Mammon. Das ist sozusagen der klarste Punkt, worüber jetzt angefangen wird zu forschen, wie weit der Monotheismus, ich rede jetzt noch nicht vom Echnaton, den der Jan Assmann an dieser Stelle oft vorgestellt hat, in einer besonderen Art, sondern der Monotheismus, der dann im Judentum entsteht, entsteht genau zu der Zeit, wo die Auseinandersetzung mit dem Geld stattfindet. Das heißt, es wird diesem einen Gott des Geldes, ja, ein Gott der Beziehungen, der Gerechtigkeit, der Befreiung gegenübergestellt. Das ist Forschungen, die jetzt erst anfangen, und die sind auch deshalb besonders spannend, weil Mohammed zentral in diese Tradition der Achsenzeitreligionen reingehört, indem er nämlich in den Krieg eintritt mit den reichen Händlern von Mekka und zentral bis zum heutigen Tage im Islam das Zinsnehmen verbietet. Die nächste Runde. Jetzt gibt es einen sehr großen Sprung. Aber Sie werden sehen, es sind einige Parallelen da. Griechenland zum Beispiel, die Einführung der Münz- und Geldwirtschaft und das berechnende Denken. Man spricht ja auch von der griechischen Aufklärung. Also da sind einige Parallelen. Wir sehen dann nach dem Niedergang des Römischen Reichs, das übrigens auch etwas mit dem Niedergang der Münzwirtschaft zu tun hat, die Silbermünzen, die sind in gewaltigen Minen produziert worden. Die Römer sprachen damals von der Ruina Montium, dem Ruin der Zerstörung der Berge. In Nordspanien kann man das noch immer besichtigen, ganze eingestürzte, ausgehöhlte Berge. Man brauchte also sehr viel Bergbau mit Sklavenarbeit betrieben, um diese Münzen herzustellen. Und dieses System kam ins Wanken ab dem 3. Jahrhundert, aus verschiedenen anderen Gründen natürlich auch noch. Es ist dann über mehrere Jahrhunderte zerfallen, und dann kam das, was wir sehr grob holzschnittartig das Mittelalter als Mittelalter bezeichnen. Das war eine Zeit, die häufig in sehr schlechtem Ruf steht, aber wenn man sich historisch anguckt, war es eine Zeit dessen, was ich eine eingeschränkte Macht des Menschen über den anderen Menschen und auch eine eingeschränkte Macht über die Natur bezeichne. Wenn man sich anguckt, einmal die Dimension der Militarisierung, im Hochmittelalter konnten Kriege mit Armeen von maximal 7000 Menschen betrieben werden und auch nur 40 Tage eingesetzt werden. Das lag eben an der ökonomischen Struktur, dass
wieder einmal die Bauern im Wesentlichen für den eigenen Bedarf gearbeitet haben. Es gab keine nennenswerte Münz- und Silberwirtschaft in Europa in dieser Zeit, mithin auch keine Söldnerheere und mithin auch keine protokapitalistischen oder kapitalistischen Strukturen. Das begann sich dann im Hochmittelalter, Spätmittelalter langsam herauszuschälen, erneut, auf andere Weise als in der Antike. Eine der Keimzellen davon waren die Seerepubliken in Genua und Venedig. Die haben also Handelsnetzwerke aufgebaut und dadurch sehr viel Reichtum akkumuliert. Sie haben das aber nicht, wie man meinen könnte, auf friedliche Weise getan, sondern diese Seerepubliken waren hochmilitarisiert. Die Handelsflotten waren zugleich auch Militärflotten und sie haben auch in großem Maßstab durch Plünderungen den Reichtum, der eigentlich ein Stück weit auch das Fundament für den Reichtum Europas dann wurde, zu Wege gebracht. Sie haben Kreuzzüge zum Beispiel finanziert. Der erste Kreuzzug wurde von Genua wesentlich mitfinanziert, 1099, mit all seinen fürchterlichen Taten auch. Und die Kaufleute, die das mitfinanziert haben, die Päpste, Könige und Kaiser selbst hatten meistens nicht das Geld, die haben sich also einen bestimmten Return on Investment, würde man heute sagen, dafür gut schreiben lassen. Beim vierten Kreuzzug war es Venedig, die haben das massiv finanziert und sie haben dann von der Beute ungefähr 2/5 bekommen und das war immerhin das zerstörte und ausgeraubte Konstantinopel, also einen großen Teil dessen, was wir heute im Dogenpalast an Reichtümern besichtigen können, ist eigentlich das Ergebnis von Raubökonomie. Und das sind die Keimzellen dessen, was man dann auch Kapitalismus genannt hat. Das hat sich dann immer weiter systematisiert, die Geldvermehrung um der Geldvermehrung willen. Ein weiterer Schritt in dieser Richtung, jetzt springen wir nochmal vom Spätmittelalter Genua, Venedig in die Niederlande, ins 16. und vor allem frühe 17. Jahrhundert, da ist die erste Aktiengesellschaft gegründet worden. 1602 die Niederländische Ostindien-Kompanie. Und auch diese Kompanie, die zum juristischen Vorbild aller unserer heutigen Aktiengesellschaften wurde, und wir dürfen uns vergegenwärtigen, dass die 500 größten Aktiengesellschaften heute etwa die Hälfte des Weltsozialproduktes auf sich vereinen. Das sind also, wenn man so will, die mächtigsten Institutionen der Erde. Die Niederländische Ostindien-Kompanie war ähnlich wie die Stadtstaaten Genua und Venedig eine militarisierte Kompanie. Sie hatte ein eigenes Heer, eine eigene Armee, sie hat eigene Münzen auch prägen können dann irgendwann. Und sie ist also losgezogen durch die Einlagen, die ihnen die Händler und anderen Finanziers in Amsterdam gegeben haben und ist um die Erde ausgezogen und hat mit sehr viel physischer Gewalt diese Reichtümer angehäuft und den Handel betrieben. Ein Beispiel dafür sind die Banda-Inseln in Indonesien. 1621, die Holländer wollten ein Monopol auf Muskatnüsse haben, die ließen sich mit sagenhaften Gewinnspannen in Europa verkaufen und die Bandanesen wollten dieses Monopol einfach nicht geben. Das Ergebnis war, die Armee der Niederländischen Ostindien-Kompanie hat diese Inseln in Besitz genommen. Von den 15.000 Menschen, die dort lebten, sind am Ende nur noch 1.000 übrig geblieben. Das ist eines von unzähligen Beispielen dafür, wie der Reichtum dieser Kompanien mit Gewalt akkumuliert wurde. Und man kann das durch die Kolonialgeschichte durchgehen. Unternehmen, die Aktiengesellschaften, die den transatlantischen Sklavenhandel organisiert haben, die Kompanien, die die Kolonisierung Afrikas unternommen haben, es waren britische, französische, später auch deutsche Unternehmungen. Die haben also sehr viel Blut an ihren Händen und das ist einer der ganz wichtigen Aspekte der Geschichte des europäischen Kapitalismus und des Systems der letzten 500 Jahre, dass es sich eben nicht wie Adam Smith, der berühmte liberale Ökonom im 18. Jahrhundert, geglaubt hat, es hat sich nicht durch den friedlichen Tausch verbreitet, nicht durch, wie er sagte, die natürliche Neigung des Menschen zum Tausch, sondern es ist sehr stark auch mit Gewalt ausgebreitet worden. Wir sehen auch wieder in der Neuzeit, ähnlich wie in der Antike, die wichtige Rolle, die die Münzwirtschaft spielt. Ich hatte schon erwähnt, Silber lag im Mittelalter brach, der Bergbau. Er ist dann mit ungeheurem technischem Aufwand wieder in Gang gesetzt worden von den Landesherren, die natürlich Münzen haben wollten, um wiederum Söldner anzustellen. Und
Einmal mehr wurde also durch die Einführung, Wiedereinführung der Münzwirtschaft, wurden diese gewaltigen Heere dann aufgebaut. Wenn man sich vorstellt, 7000 Mann maximal im Hochmittelalter, zur Zeit im 17. Jahrhundert des 30-jährigen Krieges waren, das ist dann Heere von 100.000 Mann mehr, und unter Ludwig dem 14. waren es dann 400.000 Mann. Also wir sehen eine massive Militarisierung Europas in der Neuzeit, die ja oft gilt als ein Aufbruch ins Licht. Na, wir kennen diesen Mythos, dass in der Neuzeit der Mensch sich endlich von den Fesseln des Mittelalters, von Aberglauben und Unwissenheit befreit hätte und dann ins Licht tritt. Und das war sicher auch für eine bestimmte Schicht von wohlhabenden Humanisten tatsächlich der Fall, die dann sehr reich wurden und Privilegien genossen. Aber für die Mehrheit der Bevölkerung in Europa ist es mit Militarisierung und massiver Gewalt vom Staat auch gegen seine eigenen Bürger verbunden gewesen. Denn diese Heere wurden vor allem auch dazu eingesetzt, nicht nur zur Expansion nach außen, sondern auch um die Steuern wiederum einzutreiben von den Bauern, mit denen dann wiederum mehr Heere finanziert werden konnten. Das ist also einmal mehr der Kreislauf der Geldwirtschaft, der dort in Gang gekommen ist. Wir sehen auch, und das ist noch kurz skizziert, meines Erachtens die dritte wesentliche Säule des modernen Weltsystems, des kapitalistischen Weltsystems, neben der ökonomischen Macht, den Eigentumsverhältnissen und der militärischen Macht, ist es auch die ideologische Macht. Jedes System, das dauerhaft bestehen will, braucht Legitimierung, braucht Legitimation. Und eines der wesentlichen Formen der Legitimation war in der frühen Neuzeit natürlich auch religiös begründet. Die Conquista in Lateinamerika, die 10 bis 30 Millionen Menschen wahrscheinlich das Leben gekostet hat. Der größte Völkermord in der Geschichte bis dahin, also die Eroberung Mittelamerikas und Südamerikas seit Kolumbus mit Gewalt, um Silber und Gold dort zu erbeuten. Sie ist legitimiert worden, natürlich durch die Vorstellung, dass wir die bessere Religion haben, dass wir also damit auch den Anspruch erworben hätten, dort einzufallen, uns diese Länder einzuverleiben, um Seelen zu retten. Heute wird dann diese Logik pervers erscheinen, aber das war tatsächlich auch dann eines der Argumentationsmuster, denen auch von Teilen der Kirche massiv widersprochen wurde. Aber es war eben eine ganz wichtige Art, es zu legitimieren. Und dieser Strang, diese Vorstellung, dass wir nicht nur die bessere Religion haben, sondern später war es dann die bessere Zivilisation. Das war in der Zeit des Kolonialismus ein ganz wichtiges Motiv. Wir haben die Zivilisation erfunden, die Europäer. Deswegen dürfen wir afrikanische Länder in Besitz nehmen. Die können froh sein, dass wir dort sind. Die bessere Rasse, der Rassismus, der auch pseudowissenschaftlich begründete Rassismus, gehört auch da rein, und viele andere Legitimationsmuster fallen in diese Tradition hinein, dass Europa in irgendeiner Form oder die Europäer überlegen sind und deswegen dieses System um den Globus verbreiten dürfen. Und jetzt kommt wieder kommt die andere Seite. Ich fange auch kurz im Mittelalter an, weil nämlich bestimmte Vorbereitungen für die Neuzeit dort passiert sind, was besonders in der neueren Paulusforschung deutlich geworden ist, in dem Sinne, dass wir immer in den Paulus das Individuum als das Hauptproblem reinlesen, aber in Wahrheit ist dieses erst durch Augustinus, das, was Paulusforscher das westliche Ich nennen, ja, hereingekommen. Wie wir inzwischen wissen, es ist früher, ja, dieses Ich ist mit dem Geld gekommen, aber Augustin bringt es sozusagen dann in die Theologie, und ein weiterer Schritt ist Anselm von Canterbury, kann ich jetzt die Hintergründe nicht erklären, der aber eine ganz wichtige Rolle in der Theologie gespielt hat, weil er nämlich sozusagen noch bevor der Kapitalismus überhaupt funktionierte, ein Gesetz formuliert hat, das über Gott steht, nämlich Schulden müssen zurückgezahlt werden. Und deshalb kommt dann die ganze kalkulatorische Logik hinein, ja, deshalb können die Menschen ihre unbezahlbaren Schulden nicht zurückzahlen, also muss Gott seinen Sohn töten, ja, also eine schlimme
sadistische Vorstellung, damit ein Gottmensch sozusagen dann eine Bezahlung für diese unbezahlbaren Schulden der Menschen in einem Guthaben dann aufbewahren kann, wo dann die Menschen darauf zurückgreifen können. Und mit solchem kalkulierenden Denken im Blick auf die Theologie und den Glauben wird dann das ganze späte Mittelalter durchzogen. Da gibt es hervorragende Arbeiten, inzwischen dazu besonders von Bernd Hamm. Seine These ist, dass, ich zitiere, religiöse Quellen des Spätmittelalters auch aus theologischer Feder das Verhältnis der Menschen zur göttlichen Gnade, zum himmlischen Jenseits mit Begriffen des merkantilen Warentausches und Geldverkehrs beschreiben. Ende Zitat. Und das ist nun natürlich dann, hat sich auch zu einem Business auch umgeformt, wie Sie wissen, ja, die Lehre vom Fegefeuer wurde dazu entwickelt, dass dann entsprechend, wenn man Zins nimmt, ja, muss man dann entsprechend Sündenstrafen abbüßen, aber wenn man einen Teil davon als Ablass kauft, ne, wenn die, das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, dann hat sozusagen die Kirche einen Anteil an dem verbotenen Zins nehmen, und da war das also ein Win-Win-Game für die Banker und die Kirche, die dann ja auch immer schön zusammen durch die Gegend marschierten. Das, was wir uns nicht klar machen, ja, wenn wir also hören, Luther hat da die 95 Thesen da entwickelt und diesen Ablasshandel angegriffen, dass er damit quasi ins Zentrum der Ökonomisierung der Kirche des Mittelalters hineinstieß. Und wenn Sie das dann also verfolgen bei Luther, wie das dann weiterentwickelt wird, ja, dass er dann eben dagegen setzt, diesen nicht berechnenden Gott, sondern der schenkt und auf der Basis des Schenkens eine Kooperation für die Gerechtigkeit, den Frieden und die sogenannten guten Werke entwickelt, dann sieht man, dass das nicht einfach nur sozusagen eine Frömmigkeitsfrage ist oder eine individuelle Frage, sondern auf diese Weise hat er ins Herz getroffen dieses Zusammenspiels von monetarisierter Kirche und Kulturideologie eben in dem Zusammenhang, und aber damit lässt er es nicht bewenden, sondern schreibt eine Schrift nach der anderen, was wir im Theologiestudium nie zu hören gekriegt haben, hier heutzutage sicher, nehme ich an, dass die Kollegen das immer unterrichten, dass also massive Angriffe, ja, nicht nur gegen Verhalten von Leuten im Frühkapitalismus, sondern die Institutionen, die sich dort selber entwickelt haben. Ein wichtiger Punkt ist, ja, weil man das oft behauptet, Luther habe sozusagen mit seiner Reformation die Individualisierung des Glaubens, der vorher so eingebettet war, in die Kirche entwickelt. Das stimmt eindeutig nicht, denn diese Individualisierung war vorher da, und Luther definiert geradezu das auf sich selber bezogen sein, das nennt er verkrümmt sein in sich selbst, incurvatus in se, als das Wesen der Sünde. Während genau das Relationale, wie Menschen sich in andere hineinversetzen können oder miteinander kooperieren, das gerade Zeichen der Freiheit der Kinder Gottes ist, wie er das nennt in der Freiheitsschrift, ja, von der Freiheit eines Christenmenschen. Und sozusagen im Spiegelbild zu dieser Frömmigkeitskritik kommt dann die direkte Kritik am frühkapitalistischen System, und zwar als ob er schon Marx gelesen hätte mit seiner Fetischismuskritik, also Fetischismus des Kapital, setzt er die Frage, um die es geht, ja, im ersten Gebot an. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann fragt er, was ist der andere Gott? Der allgemeinste Gott auf Erden heute ist Mammon. Und er koppelt das dann mit der Auslegung des siebten Gebots, du sollst nicht stehlen, dass er sagt, da geht es nicht um die kleinen Taschendiebe, da geht es um die Erzdiebe. Im Doppelsinne des Wortes, denn er hat besonders die Fugger und Genossen im Auge, ja, die also dann als Bank- und Handelskapital ein ganzes Land ausstehlen, ja, wie er sagt. Und also kann so ein Stuhlräuber bequem zu Hause sitzen
und in 10 Jahren eine ganze Welt fressen. Ja? Also, entsprechende Theologen, die das verteidigen, nennt er Plutologen statt Theologen, also Reichtumswissenschaftler, und er entwickelt dann entsprechende Vorstellungen, dass die Kirche selber eine Art Kontrastgesellschaft darstellen soll und den weltlichen Ständen ein gut Exempel geben soll, und kommt dann schließlich zu der Folgerung, dass Obrigkeit nicht nur in den Markt intervenieren soll, sondern bestimmte Institutionen wie die Fugger schlicht abschaffen soll. Ja? Darf ich das vorlesen, weil Sie es sicher nicht glauben? Ja? Von den Gesellschaften sollt ich wohl viel sagen, aber es ist alles grundlos und bodenlos mit eitel Geiz und Unrecht. Dass nichts dran zu finden ist, dass mit gutem Gewissen zu handeln sei. Und dann kommt eine Ausbildung, warum sie fühlen sich wie die Götter über die anderen und so weiter. Darum darf niemand fragen, wie er möge mit gutem Gewissen in den Gesellschaften sein, also das sind die Bank- und Handelsgesellschaften wie die Fugger. Kein anderer Rat ist, lass aber, das heißt zu Deutsch heute boykottier, da wird nichts anders aus, sollen die Gesellschaften bleiben, so muss Recht und Redlichkeit untergehen, soll Recht und Redlichkeit bleiben, so müssen die Gesellschaften untergehen. Ja? Und deshalb ruft er seine Pfarrherren, ja, auf, dann entsprechend die Bucher zu predigen und entsprechend die Sachen beim Namen zu nennen. Und was nun eben sehr interessant ist und was wir sicher bei der Betrachtung dann heute genauer angucken müssen, es geht dabei darum, dass er bereits sagt, hier müsste eigentlich die Regierung einschreiten und im Sinne des Gemeinwohls intervenieren. Aber sie haben Kopf und Teil dran. Ja? Die systemische Korruption der Politik, die mit dem Frühkapitalismus bereits beginnt, hat er vollkommen durchschaut und sagt, aber wenn wir nicht als Kirche sprechen und klare Worte sagen und entsprechend uns auch alternativ verhalten, dann sind wir mitschuldig an diesem Verbrechen, was an den Menschen, wir würden heute sagen, und der Erde geschieht. Ja, vielen Dank. Ich muss doch als Nicht-Theologe vielleicht zu Luther noch ein Wort hinzufügen. Er hat ja sehr, auch in der Reformation, eine etwas zwiespältige Rolle dann gespielt, als es dann nämlich tatsächlich um Eigentumsverhältnisse ging in den deutschen Bauernkriegen, wo die Bauern für eine andere Landordnung gekämpft haben. Hat er sich ja mit Thomas Münzer, der also an Seite der Bauern in dem Fall stand, vollkommen überworfen und sich auf Seiten der Fürsten gestellt. Und er hat auch diese fürchterlichen, ja, Kriege kann man es kaum nennen, es sind teilweise Massaker gewesen im Bauernkrieg, dann gerechtfertigt. 1525 hat er gesagt, die muss man hauen und stechen, wie man sie nur finden kann. Und am Ende, nachdem das vorbei war, hat er gesagt, es hat sich wohl kaum jemand sonst gefunden, der die irdische Herrschaft so berühmt hätte wie ich oder so sinngemäß. Mhm. Und das hat auch wiederum, er hat auch wiederum natürlich sich mehr auf Seiten der Fürsten geschlagen als auf Seiten der Handelshäuser. Und es führte zum Beispiel dazu, die Bauern an Seiten von Thomas Münzer wollten ja als Ergebnis der Reformation auch, dass die ehemaligen Kirchengüter Gemeineigentum werden, der Gemeinde zugeschlagen werden. Und dagegen hat sich Luther dann gestellt und dafür plädiert, dass die Fürsten das bekommen. Und tatsächlich haben es die Fürsten bekommen. Das heißt, an dem Punkt hat er in diesen Konflikten wiederum in der Praxis eine andere Rolle gespielt. Ja. Nicht unbedingt auf Seiten der Fuggers oder so, aber auf Seiten der Staatsmacht. Den darf ich doch die Regie etwas durcheinanderbringen und ganz kurz denn nur an dieser Stelle sagen, weil ich mich jetzt nur konzentriert hatte auf die Frage Kapitalismus spezifisch. Ja. Dass wir aus diesem Grunde, weil Luther und die Reformation sehr ambivalent sind, eine internationale Forschungsgruppe von 40 Leuten seit 4 Jahren an der Arbeit haben. Wir haben gerade, und freundlicherweise hat die Buchhandlung davon auch 3 Bände mitgebracht, eine Reihe angefangen, die heißt die Reformation radikalisieren, provoziert von Bibel und Krise.
Das heißt, es ist ein größeres Projekt, was auch noch bis 2017 läuft. Und da haben wir genau alle diese Ambivalenzen auch mit analysiert und angesprochen. Also nur, dass nicht jetzt der Eindruck entsteht, ich wollte den Luther weißwaschen. Das ist einfach ganz eindeutig vielleicht noch einen grundsätzlichen Satz zu meiner Rolle. Also was wir auch da schreiben und was ich auch sonst geschrieben habe und sage, ist, wer etwas Positives über Religion sagen will, muss vorher durch Religionskritik durchgegangen sein. Weil Religion wegen ihrer Macht auf Menschen, Herzen und Köpfe, ja, natürlich von Machthabern immer sehr gerne genommen wird, kooptiert wird. Und wollte nur sagen, also methodisch sind wir uns, denke ich, hier einig. Wollte das deshalb also ganz schnell noch anschließen. Ja, sehr gut. Also ich wollte das jetzt auch, ich hatte es nicht so verstanden, dass Sie den reinwaschen wollten. Ich fand es nur, weil das in meinem Buch auch eine Rolle spielt, die ambivalente Rolle. Wir machen jetzt einen weiteren Riesensprung aus der frühen Neuzeit in die Gegenwart. Diese Aktiengesellschaften, die ich erwähnt habe, spielen eine gewaltige Rolle. Wir sehen insgesamt, ich hatte es am Anfang auch schon gesagt, globale Krisen. Nichts Schlimmes passiert. Gut. Falls jemand eingeschlafen war, war das. Genau, ein kleines Wecksignal. Eingeplant. Zum letzten und dritten Teil unseres kleinen Dialogs hier oben. Wir haben eine ökologische Krise, die tatsächlich von der Menschheit so noch nicht hergestellt worden ist wie bisher. Im Römischen Reich gab es massive Umweltverwüstungen, die auch mit diesem Komplex von Reichtumsakkumulation und Militär natürlich zusammenhingen. Und viele andere Gesellschaften, viele andere Kulturen haben auch ihre Umwelt verwüstet. Die Osterinselbewohner sind berühmt dafür, dass sie ihren letzten Baum abgeholzt haben und dann auch alle gestorben sind, ausgestorben sind. Aber wir sind das erste Gesellschaftssystem, das tatsächlich eine planetare ökologische Krise hervorgebracht hat, wie das sonst nur durch Einschläge von gewaltigen Meteoriten oder etwas dergleichen stattgefunden hat. Es gab in der Geschichte der Erde, die etwa 4 Milliarden Jahre alt ist, und speziell in der Geschichte des Lebens, das hier etwas jünger ist, 6 große Artensterben, beziehungsweise wir produzieren gerade das 6. Und es ist schon das schnellste und wir wissen nicht, ob es nicht vielleicht sogar das größte wird. Der Klimawandel ist nur, er ist ein gewaltiger Teil davon, aber man darf das auch nicht darauf reduzieren. Wir verlieren 1% unserer fruchtbaren Böden pro Jahr. Wir bewegen uns in eine Süßwasserkrise hinein von planetarem Ausmaß. Im Westen der USA hat es schon begonnen, in Nordchina beginnt es. Und wenn man auch die anderen ökologischen Felder sich anschaut, Ozeane, Wälder, sieht es nicht besser aus. Also eine große Krise des Lebens auf der Erde, die natürlich alle die sozialen Systeme, die eigentlich davon Nutzen ließen, die nur durch die Biosphäre überhaupt am Leben gehalten werden können, auch irgendwann untergräbt. Denn wenn wir kein Wasser zum Trinken mehr haben, auch kein Wasser mehr, um unsere Kraftwerke zu kühlen, wenn Ernten einbrechen, dann werden wir auch große gesellschaftliche Probleme bekommen und die haben wir in Teilen der Erde schon und das rückt näher. Syrien ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Die Krise in Syrien ist natürlich ganz massiv durch die Militärintervention im Irak 2003 auch ausgelöst worden, die Terroristenmus, der dann explodierte, aber auch durch die Klimakrise. In Syrien hat die größte und längste Dürre, seit es dort Aufzeichnungen darüber gibt. Also auch Klima spielt jetzt schon bei solchen Konflikten eine Rolle und wir sehen, dass dadurch auch politische Systeme und auch Ökonomien destabilisiert werden können. Neben dieser globalen ökologischen Krise haben wir eine ökonomische und soziale Krise, die damit natürlich interagiert. Wir sehen, dass immer größere Teile der Bevölkerung weltweit gesehen abgehängt werden vom ökonomischen System, eine immer tiefere Spaltung zwischen Arm und Reich. Obwohl die Reichtümer, die durch die Entstehung dieses kapitalistischen Systems in den letzten 500 Jahren, die da akkumuliert wurden, ungeheuer sind auf der Welt, haben wir immer noch etwa 900 Millionen Menschen, die hungern oder schwer unterernährt sind. Und wir haben gleichzeitig abbrechende Sozialsysteme. In Südeuropa zum Beispiel haben wir Jugendarbeitslosigkeit von 50-60%.
eine Generation, die auch in Perspektivlosigkeit heranwächst. Die Leute in Nordafrika können schon länger ein Lied davon singen. Und diese Krise hat auch Gründe, die etwas mit der, sag ich mal, mit dieser Akkumulationslogik zu tun haben. Die ökologische Krise hat damit eindeutig zu tun, natürlich, weil in einem, das ist eine Binsenweisheit, man kann sie aber nicht oft genug wiederholen, weil in einem begrenzten ökologischen System nichts unendlich wachsen kann. Und um dieses System weiter zu bedienen, das aus mehr als Geld immer mehr Geld machen will, müssen auch immer mehr Güter produziert werden und immer mehr Ressourcen verbraucht werden. Das ist einfach so und da führt uns auch nichts heraus. Und deswegen glaube ich, dass wir sowohl vor dem Hintergrund der ökonomischen als auch speziell vor dem Hintergrund der ökologischen Krise darüber nachdenken müssen, wie wir ein Stück weit aus diesem System, das 500 Jahre alt ist, auch wieder aussteigen können. Kein gesellschaftliches System der Geschichte hat unendlich bestanden. So, gesellschaftliche Organisationsformen beginnen, sie organisieren sich und sie zerfallen dann irgendwann. Und ich glaube, dass wir angesichts dieser Krisen entweder die Wahl haben, zu versuchen, so weiterzumachen wie bisher und damit immer weiter gegen die Wand fahren, immer größere Krisen bekommen und damit immer größere Systemausfälle auch riskieren. Oder wir können uns entscheiden, Schritt für Schritt aus der Logik der endlosen Kapitalakkumulation auszusteigen. Und das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, die erstmal nicht zu bewältigen erscheint, aber sie passiert ja teilweise schon. Wenn zum Beispiel Menschen sich gegen Privatisierung wenden, öffentlicher Güter, dann ist das Widerstand dagegen, dass weitere gesellschaftliche Bereiche dieser gefräßigen Maschine zugeführt werden. Wenn Menschen zum Beispiel ihre Gemeingüter oder ehemalige Gemeingüter, Elektrizitätsversorgung, Wasser und dergleichen wieder in kommunale Hand bringen, dann ist das auch ein Weg, nicht nur diese öffentlichen Dienstleistungen näher an die Bürger ranzubekommen und eine mehr an Demokratie natürlich auch, es ist auch ein ökonomischer Wandel, der da stattfindet. Und ich glaube, dass wir uns diesen Wandel eben auch in vielen Bereichen vorstellen müssen. Ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich in Hinsicht auf die ökologische Krise das, was ich im Buch den metallurgischen Komplex nenne. Und angefangen vor 5000 Jahren, die Ausbeutung von Metallen für die Rüstung, für die Münzproduktion in den ersten Jahrtausenden natürlich. Aus diesem Komplex hat sich mit der Zeit sehr viel anderes entwickelt. Daraus hat sich dann ab dem 18. und 19. Jahrhundert auch die fossile Energiewirtschaft, die Kohleindustrie und später die Ölindustrie entwickelt. Die hängen sehr eng mit der Metallproduktion historisch zusammen. Und wir haben uns die dreckigsten und zerstörerischsten Industrien, die wir heute haben, beschert. Und angesichts des Klimawandels stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt diese Klimakonferenz in Paris im Dezember und die Beobachter, die ich kenne, gehen davon aus, dass nur absolut unzureichende Ergebnisse dabei herauskommen werden und ich denke das auch. Wir brauchen also eine Schrumpfung dessen, was ich den metallurgischen oder den metallurgisch-fossilen Komplex nenne. Wir müssen Kohlekraft massiv drosseln und daraus aussteigen. Das ist, klingt auch erstmal, als sei es unmöglich, aber in Deutschland hat es ja auch einen Atomausstieg gegeben. Menschen haben 40 Jahre dafür gekämpft, dass wir aus der Atomenergie herauskommen. Und ich denke, das brauchen wir für andere Branchen auch. Wir brauchen das für die Kohle- und Ölindustrie. Und diese Energieträger sind ersetzbar. Sie sind aber nicht ersetzbar unter der Voraussetzung, dass wir ewig mit der Geldakkumulation weitermachen. Sondern sie sind ersetzbar unter der Voraussetzung, dass wir auch ein menschliches Maß wiederfinden und dass wir die Ökonomie von der Akkumulation umstellen auf eine gemeinwohlorientierte Ökonomie, eine Ökonomie, die an menschlichen Bedürfnissen orientiert ist und nicht daran, die Shareholder von bestimmten Aktiengesellschaften reicher zu machen. Und das wiederum führt mich jetzt zu einem weiteren Bereich, nämlich dem Banken- und Finanzsystem. Wir haben eine große Finanzkrise gehabt, 2007 bis 2009. Daran schloss sich eine Eurokrise an, die jetzt ganze Länder eigentlich in den Ruin getrieben hat.
Und die meisten Analysten, an Ökonomen, die ich kenne, die auch in der Vergangenheit richtig gelegen haben, gehen davon aus, dass wir weitere schwere Finanzkrisen bekommen. Und die Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen, muss eigentlich die gegenteilige sein von der, die wir das letzte Mal gesehen haben. Das letzte Mal, 2008, 2009, wurden die Verursacher der Krise freigekauft mit Milliarden, ja sogar Billionen von Euro und Dollar. Und es wurde die Last Steuergelder auf die Bevölkerung umgewälzt, zum Beispiel auf die griechische Bevölkerung, aber auch auf die Bevölkerung eigentlich aller anderen Länder. Und bei der nächsten Finanzkrise, wenn sie denn kommt, müssen wir eigentlich genau das Gegenteil tun. Wir müssen sagen, die Verursacher kaufen wir nicht mehr frei. Die Spekulanten dürfen auch mal pleite gehen. Und wir müssen diese Chance nutzen, um ein anderes Finanz- und Bankensystem auf den Weg zu bringen, das an Gemeinwohl orientiert ist und nicht an der Profitmaximierung der Shareholder. Das ist ein ganz wichtiger Teil, denn wir haben ja gesehen in der historischen Analyse, wie diese Finanz- und Geldwirtschaft zusammenhing mit ökologischer Zerstörung, mit der Polarisierung des Sozialen zwischen Arm und Reich und auch mit der Militarisierung. Und um aus diesen fatalen Dynamiken rauszukommen, brauchen wir eben auch ein anderes Geld- und Finanzsystem. Und an dem Punkt mache ich mal Schluss. Ich denke, wir werden in der Diskussion auch noch auf andere Sachen kommen. Aber vielleicht noch ein allerletzter Punkt, der vielleicht auch in die Sphäre des Religiösen noch etwas mehr herüberragt, das ist, dass wir meines Erachtens auch einen Abschied von der Hybris der Naturbeherrschung brauchen. Also eng mit diesen Machtapparaten, über die wir gesprochen haben, hängt auch die Vorstellung zusammen, historisch auch über 5000 Jahre entwickelt, die Idee, dass die Natur den Menschen untertan ist und dass der Mensch die Natur beherrschen kann wie ein großer Ingenieur. Und wir sehen die fatalen Folgen dieser Hybris. Hybris, zentraler Begriff in der griechischen Tragödie natürlich auch. Der Mensch, der sich zum Gott macht und denkt, er hätte alles in der Hand. Und das ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt des Ausstiegs aus der Megamaschine. Prima. Vielleicht sollte ich eine gewisse Überleitung machen jetzt zu dem letzten Teil dieser Religionsantwort auf diese Entwicklungen. Insofern, als ich jetzt, weil deine beiden Stichworte am Schluss waren ja Gemeinwohl, ja, anderer Umgang mit Geld. Ja? Also wenn man sieht, dass diese beiden Stichworte, ne, der Umgang mit privatem Eigentum und mit Geld und den Wirkungen dieser beiden Grundsäulen dieses Systems, da ist genau das, was die verschiedenen Religionen und Philosophien am meisten beschäftigt hat. Das heißt, es liegen auch Ressourcen bereit in diesen alten Achsenzeitreligionen und Philosophien, um mitzuhelfen, sich Vorstellungskraft zu entwickeln. Wie kann man anders damit umgehen, als diese sozusagen reine Geldvermehrungsmaschine und Eigentumsanhäufung, ja, Maschine, und auf die Gemeingüter zurückkommen und Geld als öffentliches Gut. Hast du noch nicht genannt, deshalb erlaube ich mir, in deine Sphäre einen Satz schnell noch reinzubringen, bevor ich also zu meinem Schluss komme. Also, genau dieses, so deute ich es, zeichnet sich in allen Religionen aus diesen berühmten Weltreligionen der Achsenzeit, wie sie Karl Jaspers mal formuliert hat, ab. Dass nämlich es Bewegungen innerhalb dieser verschiedenen Religionsgemeinschaften und wie gesagt auch in China über die Philosophie gibt, die sagen, jetzt schauen wir mal wieder zurück auf diese originalen Quellen mit ihrem kritischen und alternativen Potenzial, ob sie uns helfen können, in der jetzigen Krise Auswege zu finden. Das ist die Grundmotivation, die auch die Grundmotivation für dieses Buch war. Und ich habe, wie gesagt, weltweit Kontakte in diesen verschiedenen Religionen und kann das jetzt nur andeuten, aber wenn Sie etwas nachfragen wollen, können wir das nachher ausbreiten. Erstens, jüdische Befreiungstheologie. Also das heißt, man kann es fassen unter dem generellen Begriff der Befreiungstheologie. Es gibt auch ein Buch darüber, The Hope of Liberation in World Religions, wo alle Religionen miteinander ins Gespräch kommen über diese befreiende Perspektive aus dieser Krisenart von Zivilisation, wie wir sie jetzt haben.
Und einer war auch hier und hat letztes Jahr in der Uni einen Vortrag gehalten, Mark Ellis. Ja? Und er spricht davon, ja, dass es darum geht, die jüdische Gemeinschaft von ihren neuen Götzen zu befreien, die da heißen Kapitalismus, Patriotismus und nationale Sicherheit. Also auch wieder Militarismus mit dem Geldphänomen. Das aber heißt, arbeitet er heraus, Exodus aus der Konstantinisierung des Judentums, das ursprünglich eine Widerstands- und Gerechtigkeitsreligion war. Die Erneuerung des jüdischen Lebens kann nur durch Solidarität mit den Leidenden zurückgewonnen werden. Solidarität ist die Bewegung des Herzens, Zitat, des Geistes und des Körpers auf die zu, die leiden. Das sind für Ellis die Palästinenser. Dann zu den muslimischen Befreiungstheologien. Im Oktober 2001 veröffentlichte eine Gruppe um Farid Esak, mit dem ich hier mal ein Blog-Seminar gemacht habe in der Uni, einen Text, progressiver Islam, Definition und Erklärung. Und ich denke, bei der ganzen Vorstellung in unserem Land, was Islam ist und so weiter, sollte man wirklich ab und zu auf solche Stimmen hören und sie stärker Bewusstsein bringen. Leider haben wir jetzt hier zu wenig Zeit. Ich könnte Ihnen aus Malaysia, aus Südafrika, aus Senegal und anderen Ländern solche Stimmen nennen. Also zum Beispiel, ja, progressiver Islam bekennt, während wir alle die Familie Gottes sind, bekräftigen progressive Muslime eine vorrangige Option für die, die der Koran als Marginalisierte, würden wir sagen, beschreibt. Das heißt, als diejenigen Personen und Gruppen, die ohne ihre Schuld an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sozialpolitisch und ökonomisch unterdrückt werden. Progressiver Islam leistet Widerstand gegen eine Pax Americana, die sich als unvermeidbar darstellt, sowie gegen den ungezügelten Marsch der Globalisierung im Dienst des Marktes und so weiter. Ich will aus Zeitgründen das nicht ganz lesen. Im Buddhismus gibt es eben eine Bewegung, die heißt engagierter Buddhismus. Es gibt ein internationales Netzwerk engagierter Buddhisten von Sulaksivaraksa aus Thailand gegründet. Obwohl dieser Begriff stammt aus seinerzeit aus der Situation in Vietnam. Das war der Ursprung für den engagierten Buddhismus in Vietnam während der Aggression der USA dort. Und was ich besonders hervorheben wollte, weil das auch nicht so bekannt ist, ja, dass nämlich innerhalb dieser buddhistischen, engagierten buddhistischen Bewegung hervorragende Ökonomen zu Hause sind, die ganz in der Richtung argumentieren, wie wir auch. Ja, Sie haben vielleicht mal also von Schumacher Small is Beautiful gehört, der auch eine buddhistische, der hat den Begriff buddhistische Ökonomie geformt, die eben davon ausgeht, sozusagen je nach Kontext, ja, relational im Sinne einer Ökonomie des Genug zu wirtschaften. Es gibt in Thailand einen hervorragenden Ökonomen, Apichai Puntasen, und wir haben das Glück, einen Deutschen zu haben, einige unter uns kennen ihn, Karl-Heinz Brodbeck, der 1200 Seiten geschrieben hat über die Herrschaft des Geldes, Geschichte und Systematik, und dann daraus entwickelt Ansätze, die auch in die Richtung gehen, eine Alternative zu suchen. Womit ich schließen möchte, ist, wie gesagt, wir können das nur antippen, dass Sie sozusagen von bestimmten Bewegungen oder bestimmte Bewegungen wahrnehmen, die sozusagen analog in fast allen praktisch allen Religionsgemeinschaften, die ich kenne, stattfinden. Und was nun eben in Deutschland besonders deutlich gesagt werden sollte, ist Folgendes. Im November 2013, Anfang November war die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates, und dort wurden circa 5 Dokumente zusammengetragen, die Ernte von also
30 Jahren fast jetzt darstellen. An diesen Fragen ist intensivst gearbeitet worden in der christlichen Ökumene, immer gegen den Widerstand der deutschen Delegierten oder der jedenfalls geldhabenden deutschen Delegierten. Sie haben vielleicht von der ACRA, vom ACRA-Bekenntnis des Reformierten Weltbundes gehört, 2004. Und seit danach haben Deutsche und Schweizer Delegierte einen enormen Druck auf den Ökumenischen Rat der Kirchen ausgeübt, dass nicht der gleiche Klartext gesprochen werden sollte von allen Kirchen. Es haben aber dann doch engagierte Gruppierungen, übrigens in anderen Ländern Kirchen ganz anderer Art mitgearbeitet, also besonders die unierten Kirchen in Kanada und USA spielen da eine große Rolle, presbyterianische Reformierte und so weiter, und haben dann diese Dokumente für die Vollversammlung des Ökumenischen Rates aufbereitet und die sind quasi sozusagen durchgegangen durch den Entscheidungsprozess, aber ohne dass die klaren Spitzenfragen zur Entscheidung gestellt wurden. Und da heißt es zum Beispiel dann in einem solchen Dokument, der sogenannten Sao Paulo-Erklärung, Umwandlung des internationalen Finanzsystems zu einer Wirtschaft im Dienst des Lebens, heißt es, wir verwerfen eine Wirtschaftsordnung, die auf Konsum, Überangebot und Habsucht beruht und sind uns bewusst, wie sehr uns der neoliberale Kapitalismus psychologisch dazu verführt, immer mehr besitzen zu wollen. Im Gegensatz dazu bekennen wir uns zum christlichen und buddhistischen Begriff einer Ökonomie der Genügsamkeit. Oder darum verwerfen wir die Ideologie des Empire und unsere Komplizenschaft mit allen todbringenden Systemen wie dem Militarismus und bekennen uns zu Bewegungen sozialen Wandels und zu anderen radikalen Traditionen, die sich gegen die Empire-Herrschaft stemmen und sich bemühen, ein Gemeinschaftsleben jenseits der Logik von Hierarchie und Diskriminierung aufzubauen. Ja? So, und dann passierte wirklich das kleine Wunder, dass 14 Tage später, Ende November 2013, ein inzwischen bekannter Mensch namens Papst Franziskus seine apostolische Schreiben Evangelii Gaudium veröffentlichte und darin heißt es dann, ebenso wie das Gebot, du sollst nicht töten, eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und Disparität der Einkommen sagen, diese Wirtschaft tötet. Und dann in Kapitel 2.1 des gleichen apostolischen Schreibens zu den Herausforderungen der Welt von heute sagt er ein mehrfaches Nein zu den verschiedenen Aspekten dieser imperialen Zivilisation. Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung, Nein zur neuen Vergötterung des Geldes, Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen, Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. Das heißt also, es sind nicht nur einfach verstreute einzelne Befreiungstheologinnen und Theologen, die inzwischen nach vielen Jahren und Jahrzehnten der Arbeit die zu dieser Einsicht gekommen sind, dass diese Zivilisation, die vor 5000 Jahren begann, jetzt zu Ende ist. Sie ist zu Ende, ob wir wollen oder nicht, ob wir etwas dazu tun oder nichts dazu tun oder dagegen tun oder sie zu überwinden, denn sie zerstört die Quellen des Reichtums. Ja? Das heißt also, deshalb ist unser Versuch, dass wir eben interreligiös die Kräfte sammeln, zusammen mit den sozialen Bewegungen, wie in Deutschland vor allen Dingen ATTAC, dass wir sozusagen Bausteine zusammenstellen für eine neue Kultur des Lebens, wie wir das nennen, und zwar umfassend in allen Bereichen, weil wir gesehen haben, dass diese Zivilisation, wo auch alle Dimensionen zusammen und ineinander spielen, die den Tod bringen, und ich denke, für uns und unsere Kinder wünschen wir lieber das Leben. Dankeschön.
Die letzte Frage war, vielleicht willst du da auch noch einen Satz zu sagen, die Koalition, sozusagen die Multipolarität ist außerordentlich wichtig wahrzunehmen. Weil nämlich, also sagen wir mal, bis Bush, George W. Bush Jr., konnte man relativ mit einfachen Modellen arbeiten, ja, das wirklich, das weiß nicht, wer von Ihnen The New American Century gelesen hat, also eine, bitte? Ja, die, wo also direkt gesagt wird, die Pax Americana hat als Modell die Pax Romana. Ja? Also direkt nach dem Modell des römischen Imperiums verstehen wir uns, und wobei das dann noch natürlich noch eine grausige, für einen Theologen grausige Schiene noch dazu bekommt, dadurch, dass das Ganze auch noch das christliche Imperium verstanden, das sogenannte christliche Imperium, wo dann entsprechende Kreuzzüge, ja, das war ja ein Kreuzzug, so hat es Bush genannt, im Irak, der jetzt dieses ganze Chaos hervorgerufen hat. Also bis zu dem Moment konnte man relativ klar von einem Imperium in dem alten Sinne sprechen, wobei allerdings deutlich sein sollte, dass das kapitalistische System Imperium in einem anderen Sinne entwickelt als das römische. Es ist nicht rein das territoriale Imperium, sondern das eigentliche Imperium ist das Kapitalimperium, und dann streiten sich die entsprechenden militärischen, politischen und territorialen Mächte darum, wer der erste Diener sein darf. Und also bis jetzt war es dann eben dann USA. Und nun kommt genau eine Perspektive ins Spiel, genau die Art der Fragen, die wir auch stellen, wie kann man Alternativen entwickeln, und zwar so, dass auf diese Weise mehr Gemeinwohl entsteht. Und diese Regionalisierungen im, also im Banco del Sur oder in, das ist natürlich, sind das immer gemischte Unternehmungen, auch mit Herrschafts- und Regionalhegemonie und so weiter. Aber im Grunde genommen sollte man das fördern und positiv beurteilen, also ich tue das jedenfalls, in dem Sinne, dass auf diese Weise multipolare Zentren entstehen, die diese Monokultur, die wir sozusagen von den USA bis Bush aufgedrängt bekamen, durchlöchert wird. Und in solche Nischen können dann auch alternative Perspektiven entstehen. Aber vielleicht möchtest du noch etwas sagen. Ja, also du hast es ja schon erwähnt, das Imperium neuen Typs ist von anderem Typ als ein römisches, weil im römischen Reich oder auch in chinesischen Großreichen der Handelsraum oder der Wirtschaftsraum, sagen wir mal besser, und der politische Raum in eins fielen. Das Besondere des modernen Weltsystems, das seit 500 Jahren sich über die Erde ausgebreitet hat, ist, dass wir miteinander konkurrierende, militärisch auch sehr stark konkurrierende Territorialstaaten haben, aber ein ökonomisches System, das diese Grenzen von Anfang an überschritten hat. Also was wir so Globalisierung nennen, ist 500 Jahre alt. Das war von Anfang an so. Die Banken haben von Anfang an ihre Zweigstellen überall gehabt. Die Fugger hatten einen transnationalen Montan- und Finanzkonzern. Das war die ganze Zeit so. Und die Staaten innerhalb dieses Systems konkurrieren von Anfang an um das größere Militär und auch das, um auch Kapital natürlich, weil man braucht auch maximal viel Kapital, um die größte Armee bereitzustellen. Und wer eben das meiste Kapital akkumulieren konnte, hat auch tatsächlich dann die größten Armeen finanzieren können. Und in der Geschichte des Weltsystems hat es eigentlich drei solche Hegemonialmächte gegeben. Das waren die Niederlande im 17. Jahrhundert, vor allem mit Hilfe ihrer Ostindien-Kompanie. Das waren die Briten im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert natürlich die US-Amerikaner. Und jeweils zwischen diesen verschiedenen, also um Hegemonie im Weltsystem wird ständig gekämpft, und immer wieder treten diese Kämpfe auch in heißen Phasen und in fürchterliche Kriege, in Weltkriege tatsächlich um Hegemonie. Und das, was wir jetzt erleben, ist tatsächlich natürlich eine Relativierung der amerikanischen Hegemonie in den letzten 10, 20 Jahren. Das sehen wir. Manche sagen, das geht schon seit dem Vietnamkrieg. Und das ist sehr wichtig, die Gründung von alternativen Institutionen.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich, ist es natürlich auch nicht wünschenswert, dann das nächste Empire zu haben. Ne? Ein chinesisches Empire ist auch nicht besser als ein amerikanisches, wie das amerikanische nicht besser war als das britische. Die Logik des Empires als solches ist zerstörerisch, weil der jeweilige Hegemon natürlich, um Hegemon zu sein, auch militärische Mittel einsetzen muss und auch diese Ausbeutungsspirale weiter bedienen muss. Ne? Aber was sich so ein bisschen abzeichnet, ist meines Erachtens, dass durch die BRICS und diese Institutionen wir tatsächlich nicht den nächsten Hegemon haben. Ob China das sein kann, das wissen wir nicht. Ne? Die Chinesen haben auch eine etwas andere Tradition. Dieser konfuzianische Teil spielt vielleicht eine Rolle, weil sie zumindest militärisch nicht in derselben Weise auftrumpfen wie das frühere Anwärter auf diese Hegemonialposition getan haben. Und wenn es tatsächlich eine multipolare Weltordnung wird, könnte das eine Chance sein. Und die große Hoffnung ist, dass wir diesen Übergang ohne große, massive Kriege hinbekommen. Das ist eine der großen Herausforderungen. Und es ist eben kein Automatismus. Also da hängen die Friedensbewegung und die Kirchen natürlich auch in diesem Zusammenhang spielen eine ganz entscheidende Rolle. Es ist ganz wichtig in dem Gesamtübergang des Systems, und ich glaube, dass wir eben in den nächsten Jahrzehnten eine Art Übergang bekommen werden, ob wir wollen oder nicht, hin zu anderen Strukturen, politisch, ökonomisch und so weiter. Und da spielen Friedensbewegungen eine entscheidende Rolle, um zu verhindern, dass die militärisch ausgefochten werden, diese Übergänge. Also ein ganz wichtiger Punkt. Dann gab es noch eine Frage zum Thema Digitalisierung. Ob das jetzt positiv zu bewerten ist, weil es Ressourcen einspart. Also das tut es empirisch gesehen erstmal nicht. Ein Google-Server, die Server von Google zum Beispiel in Amerika brauchen Unmengen von Strom. Jetzt haben sie das zwar teilweise mit Solarenergie gespeist, aber eine einzige Google-Anfrage, habe ich mir sagen lassen, ist ungefähr so viel wie eine 60-Watt-Glühbirne eine Stunde brennen zu lassen. Wenn man sich mal so googelt, dann sieht man ungefähr, was das bedeutet. Oder Amazon ist ein anderes Beispiel, da klickt man mal schnell, bestellt irgendwas und fährt da einen Lieferwagen durch die Gegend. Also diese Digitalisierung bringt extrem viel Ressourcenverbrauch mit sich. Und ich glaube, dass wir eben das betrachten müssen unter ökonomischen Aspekten. Unter der Maßgabe, dass solche Unternehmen eben kapitalistisch organisiert sind, aus Geld mehr Geld machen zu müssen, sind sie daran interessiert, immer mehr Waren in Umlauf zu bringen. Und das vergrößert den ökologischen Fußabdruck. Man kann sich Digitalisierung aber auch positiv anders vorstellen, wenn es nämlich bedarfsorientiert ist, dann kann Digitalisierung tatsächlich auch wohltätig wirken. Dann kann es uns Informationen ressourcenschonender bereitstellen, es kann uns Dienstleistungen ressourcenschonender bereitstellen. Also ich glaube, bei all diesen Dingen ist nicht die Frage, ist die Technik böse oder gut, sondern die Frage, wie organisieren wir sie ökonomisch und sozial. Und die Digitalisierung hat aber jetzt systemisch gesehen noch eine andere Wirkung, die oft auch nicht so recht betrachtet wird, aber die mit den ökonomischen Krisen was zu tun hat. Wir beobachten ein Ersetzen von Arbeit durch Technik weltweit. Das ist ein langer Prozess, der seit der Industrialisierung in Gang ist, die Maschinen, die die Arbeiter ersetzt haben, in der Landwirtschaft dann auch. Und jetzt haben wir das in den Mittelschichten, in den Dienstleistungsberufen, dass Computer einfach Menschen ersetzen. Ganz einfach. Und das schreitet sehr rapide voran, übrigens auch in China. Und das Ergebnis ist natürlich, dass immer weniger Menschen tatsächlich Arbeit haben im System. Und weniger, das stimmt. Wenn man es schlau organisieren würde, dann wäre es natürlich so, dass uns das dienlich wäre und wir immer weniger arbeiten könnten. Aber unter der Logik totaler Konkurrenz von Staaten, Unternehmen und Arbeitnehmern läuft es natürlich darauf hinaus, perverserweise, dass wir immer mehr arbeiten, tendenziell, und trotzdem immer mehr Arbeitslose sind auf der anderen Seite. Und dieser Prozess führt uns dahin, dass immer weniger Menschen tatsächlich Arbeit haben, die Kaufkraft im Gesamtsystem sinkt. Und die Produzenten müssen ja aber immer mehr verkaufen, um den Wachstumsmotor in Gang zu halten. Und das führt zu dieser Ungleichheit von Produktion und Konsum. Und das führt wiederum in die Finanzkrisen. Einer der Gründe für die Finanzkrisen ist die mangelnde Kaufkraft im Gesamtsystem. Und dann lohnt sich irgendwann nur noch Spekulation. Man versucht, auf irgendwelche Aktienkurse zu spekulieren. Aber wenn keine Käufer am Ende der Pipeline da sind, dann bricht das irgendwann in sich zusammen. Und das sehen wir regelmäßig. Also einer der Hintergründe für die Krise auch die Digitalisierung. Aber man könnte sie eben
unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen auch positiv nutzen. Das Ganze. Aktiengesellschaften, Ausstieg daraus. Ja, das ist natürlich ein riesig dickes Brett, das man da zu bohren hat und sieht erstmal völlig aussichtslos aus. Aber man muss sich vergegenwärtigen, dass die meisten dieser Unternehmen ohne staatliche Unterstützung, das heißt ohne die Unterstützung durch Steuergelder, überhaupt nicht mehr existieren würden. So. Die Banken sind das ein typisches Beispiel dafür. Unser gesamtes Bankensystem würde so nicht mehr existieren. Alle Großbanken in Europa und in den USA würden einfach nicht mehr existieren seit 2008, 2009 oder 80-90% von diesen Banken. Die sind nur eigentlich Kraft des Staates und der Steuerzahler überhaupt noch am Leben. Und ich finde, solche Krisen gehören dafür genutzt, dass man sagt, nein, so nicht weiter. Diese Institutionen sind übrigens nicht nur zerstörerisch, wenn sie gerade pleite gehen und unser Geld haben wollen, eine Krise auslösen, sondern sie sind ja auch zerstörerisch, wenn sie angeblich so gut funktionieren. Denn dann finanzieren sie all diese schönen Sachen, nämlich Uranbergbau, Atomkraftwerke, Kupferminen, wo die Leute vertrieben werden und all diese Sachen. Das ist ja ihr Daily Business. Und wir brauchen an solchen Punkten, wo sie um Geld betteln, das ist eigentlich ihre Achillesferse, da müssen wir sagen, nein, so nicht weiter. Und dasselbe gilt auch für viele andere Unternehmen. Erinnern wir uns, in der Finanzkrise, da hat auch Opel um Geld gebettelt. Ne? Und nun sind Autos, die Automobilindustrie ist auch einer der Hauptschuldigen für die Klimakrise. Das wissen wir nicht erst seit dem VW-Skandal, sondern auch ohne den VW-Skandal sind die Treibhausgasemissionen vom Automobilsektor enorm, 20%, glaube ich. Und da müssen wir ran. Wir brauchen einen Übergang zu einem vernünftigen öffentlichen Verkehrssystem anstelle dieses wahnsinnigen Automobilen-Individualverkehrs. Und natürlich auch sparsamere Maschinen und so weiter. Und der VW-Skandal ist ein Beispiel wiederum für staatliche heimliche Subventionierung, denn die EU-Kommission hat 2 Wochen nachdem das rauskam, einfach die Grenzwerte nach oben gesetzt, ne, damit VW nicht pleite geht. Aber ich finde, diejenigen, die sowas machen und diejenigen, die immer auf das falsche Pferd setzen, nämlich auf die dicken Autos und so weiter, die müssen entweder müssen wir sie pleite gehen lassen oder ihnen sagen, ihr werdet jetzt Teil einer öffentlich gelenkten Konversion hin zu vernünftigen Erneuerbaren und hin zu vernünftigen öffentlichen Verkehrsstrukturen. Und das kann man eigentlich für alle großen Unternehmen durchspielen. Wir müssen, wenn man sich nur mal anguckt, die fossile Brennstoffindustrie, also Öl, Kohle, Gas und so weiter, wird nach den extrem konservativen Schätzungen der Internationalen Energieagentur mit 544 Milliarden Dollar jedes Jahr subventioniert. Und da sind noch nicht mal die Kosten für das Militär drin, das wir brauchen, um die Ölquellen zu sichern und so weiter. Das sind gigantische Summen. Und das ist also eine der Achillesfersen, denke ich, die wir nutzen müssen hin zu einer gemeinwohlorientierten Ökonomie.